Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster 2 hier bei Heisenberg Zockt. Ja, die Leute kommen in Scharen, sehr gut, das ist doch ein gutes Zeichen für unseren Park, der hier so vor uns liegt und ja, soweit doch eigentlich funktioniert. Viele Gäste haben Hunger, dann machen wir doch nochmal hier so ein Ding, so ein Foodstand. Das war bei Servicegebäude und dann nicht bei Hunger, sondern bei Essen wahrscheinlich. Ja, denkste. Okay, bin ich hier falsch? Servicegebäude, das müsste doch schon hier sein. Food. Versuchen wir es mal mit Food. Geht auch nicht, okay. Nehmen wir wieder weg. Wo haben wir denn hier Essenstände? Sehe ich das hier? Da, Läden. Okay, hätte. Das sind Hüte, die brauchen wir nicht. Viva la Vegan. Das könnte man natürlich mal hier hinsetzen. Einmal Viva la Vegan. So, einmal so. Und dann daran. Passt das so? Jawohl. Jetzt könnten die natürlich noch einen Mülleimer brauchen, aber ich würde davon mal absehen, jetzt die wieder zu suchen. Nein, die würden wir schnell finden, aber wir haben eigentlich... Haben wir hier? Jetzt ist der Baum im Weg. Lass mich mal hier runter. Doch, hier haben wir einen. Ja, dann würde ich das mal so lassen. Jetzt, ich möchte heute eine Achterbahn bauen. Das habe ich ja eigentlich angekündigt. Aber wenn wir jetzt hier die ganze Zeit Meldungen haben, da ist wieder einer in schlechtem Zustand. Gibt es denn hier sowas wie einen Wartungsplan? Halt eigentlich nicht. Bedingung 20%. Machen wir mal Notruf. Da ist bereits einer angefordert worden. Der kommt in einer Stunde. Und hier steht Status gewartet. Mhm. Personalzeitplan. Können wir uns ja nochmal ansehen. Ja, ich glaube, da wird gerade geladen. Genau. Was haben wir hier denn schönes? Macht gerade Pause. Ist okay, hier wird gearbeitet. Warten und reparieren alle haben wir hier. Das würde doch passen. Halt, was kaputt ist, wird repariert. Also das ist so falsch, glaube ich, nicht. Gut, ich hätte halt gerne irgendwie Gebäudetyp alle. Ja, mach das mal so. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie, weiß auch nicht, dass man einen Wartungsplan hätte, wo man einstellen kann, wie oft irgendwas gewartet wird, weil sonst haben wir hier überall kaputte Sachen. Durst haben wir, Hunger haben wir. Falls die Meldung wiederkommt, gibt es nochmal einen Futterstand und nochmal einen Getränkestand. Wir sind ja da. Wir lassen uns da ja nicht lumpen. Gut, also Achterbahnbau. Ich würde sagen... Irgendwo hier hinten eine Holzachterbahn oder sowas. Kommt zum Beispiel hier, in dem Bereich. Jetzt, wenn einer lacht, dann fliegt er raus. Weil ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe das bei Planet Coaster 1 gemacht. Mal gucken, ob wir das hier auch hinkriegen. Das wäre wahrscheinlich selbst erstellen. Dann haben wir hier Kettenlift, Abschuss. Wooden. Ich habe gesagt, eine Holzachterbahn. Kingdom Isle. Aha. Okay, das sind die verschiedenen. Allerdings... Ja gut, das ist halt gelbes Holz, aber das ist ja doof. Ich möchte gerne die hier. Ja, und jetzt versuchen wir das einfach mal. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wenn es klappt, klappt es. Ganz einfache Sache. Das wäre dann mal so. Dann haben wir hier ein Menü und hier haben wir das. Ja, das sieht ähnlich aus wie bei Planet Coaster 1 tatsächlich. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir würden gerne Höhe haben. Jawohl, hier einfach mit der Maus drauf und dann so hochziehen. Dann haben wir Höhe. Und dann brauchen wir hier aber einen Kettenlift. Das haben wir auch. Dann haben wir hier oben, was haben wir hier, automatisch vervollständigen. Okay. Hier haben wir platzieren. Das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Ich mach mal. Jawohl, dann geht das hier rauf mit dem Kettenlift. Das darf gerne nochmal ein bisschen höher gehen. Das darf gerne noch höher gehen. Kommt. Okay, jetzt müssen wir schauen. Jetzt würden wir gerne geradeaus. Wie mache ich das? Nein. Achso, das ist das Einzelverstellen. Okay. Aha, so geht das, dass wir da irgendwie, ja geradeaus sowieso, aber natürlich ein bisschen runterkommen. Ja, so ist doch okay. Ein paar Meter würde ich sagen. So, da machen wir aber nochmal Kessellift. Stimmt das? Weißt du, Kettenlift, Kessellift. Wir machen den, nein, automatisch vervollständigen wollen wir nicht. Wir machen den Kettenlift, nicht den Kessellift. So, jetzt sind wir hier. Dann geht es hier aber dann runter. Und zwar ordentlich, würde ich sagen. Wie kriege ich das ordentlich runter? Oder ist das sozusagen gesperrt, weil es nicht geht? Also weil man halt nicht wie ein Irrer hier runter kann. Aber das ist eine Achterbahn, da müsste man doch eigentlich hier wie ein Irrer runterkommen. Ich mach mal, platzieren. Wahrscheinlich kann ich es jetzt runterziehen. Jawohl, jetzt können wir hier. Jetzt können wir im 45 Grad Winkel runter. Platzieren. Okay, und jetzt müssen wir eine Kurve haben. Jetzt wird es wahrscheinlich interessant. Wie kriege ich hier eine Kurve hin? Wahrscheinlich so. Moment. Ja, da haben wir die Kurve. Ja, das wäre soweit okay. Wenn ich jetzt wieder drücke, kämen wir unter die Erde. Das wäre doch irgendwie auch interessant. Jetzt haben wir hier natürlich die ganze Zeit die Meldungen. Aber ich baue jetzt Achterbahn. Wir platzieren mal. Dann sind wir hier. Ich platziere nochmal.
Jawohl, dann geht es unter die Erde. Das ist, was ich will. Jetzt würden wir gerne wieder irgendwie geradeaus. Jetzt muss ich selber schnell gucken. Oder wenn ich platziere, geht es runter. Genau, jetzt brauchen wir hier wieder den. Dass wir ein bisschen ausschwingen. Hier sind wir bei 0. Platzieren, platzieren. Und hier geht es dann wieder aus der Erde raus. So, da brauchen wir bald wieder einen Kettenlift wahrscheinlich. Wobei, wenn wir nicht allzu weit drauf gehen, brauchen wir den nicht. Weil jetzt gehen wir hier wieder irgendwie... ich mit meinem irgendwie... ja, wieder irgendwie geradeaus. Moment. Machen wir das hier runter. Genau, bauen. Und nochmal ein bisschen runter. Und bauen. Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen in die andere Richtung. Weil das soll jetzt nicht eine Monster-Achterbahn geben, sondern ich möchte hier mal testen, wie das geht, damit wir das dann für später natürlich eben auch wissen. So wäre es wieder gerade. Das würde allerdings auch gehen. Wir platzieren. Platzieren ist dann geradeaus. Ja, dann geht das hier wieder runter da rein. Sollen wir das mal so machen? Ich denke mal ja. Loopings bei einer Holzachterbahn würde ich eher sagen, nee. Wahrscheinlich nicht wirklich. Nochmal ein Stückchen. Kommt, wir machen das Ganze irgendwie in die Richtung. Moment, jetzt bin ich falsch. Hier oben war das. Dachte ich. Da, es ist eigentlich relativ intuitiv, das Ganze. Habe ich jetzt... Ne, jetzt habe ich es ein bisschen gedreht. Das möchte ich nicht. Mach hier die 0. Wobei, ich kann ja rückgängig machen. Jawohl, dann ist es wieder in Ordnung. Jetzt eben nochmal platzieren. Und jetzt in die andere Richtung. Das wäre, wenn ich von hier gucke, sehe ich es wieder. Wäre dann so. Jetzt noch ein bisschen runter. Einfach ein bisschen. Geh mal noch ein bisschen runter. Jawohl, sehr gut. Platzieren. Und dann, wir könnten den Rest eigentlich automatisch verbinden. Das müsste eigentlich gehen. Komm, wir testen das ganz einfach mal. Automatisch vervollständigen. Jawohl, das hat geklappt. Wir bestätigen das und wir sehen, das kostet auch ordentlich Geld. Gut, dann haben wir das. Können wir das testen? Mit Sicherheit. Fahrgeschäftskamera. Aha, okay. Oh, wir haben nicht genug Strom. Ja, das müssen wir uns natürlich auch ansehen. Also, dann müssen wir erst für den Strom sorgen. Zugänglich ist es auch nicht. Ja, da haben wir natürlich jetzt die Hälfte vergessen. Ich bin so stolz, dass ich jetzt hier die erste Holzachterbahn selber geschustert habe. Da kann man natürlich noch ganz andere Sachen machen. Nicht mit Holzachterbahn. Also mit Holzachterbahn natürlich auch, aber halt Loopings und so weiter. Gut, wir schauen mal schnell wegen den Wegen. Wo ist denn hier der Eingang? Wo ist hier der Ausgang? Das ist noch relativ schwierig. Kann ich das anders machen, wenn ich hier auf die Schiene gehe? Eingang platzieren. Okay, der wäre schon irgendwo hier, denke ich. Okay, das wäre dann mal der Eingang. Der Ausgang wäre dann hier hinten. Ist das, macht, hat das irgendwie was Logisches, dass man dann hier rausgeht? Doch, ich denke schon. Ja, platziert haben wir es. Eingang mit Weg verbinden. Machen wir. Wir brauchen hier nicht die Warteschlange, sondern erstmal den Ausgang. Wobei das ist eigentlich relativ egal, denke ich. Oh, wo müssen wir hin? Nach da hinten hin. Okay, das ist ein relativ weiter Weg. Hier runter wäre dezent näher. Ja, wir machen das mal so. Zack, einmal hier hin. Das ist ja nur der Ausgang. Okay, der geht hier rein. Das ist ein relativ langer Ausgang, aber das geht halt nicht anders. Okay, dann hätten wir gerne die Warteschlange. Die wäre dann hier. Bei der ist egal, dass das dann relativ weit ist. Aha, hier haben wir Höhe. Wie komme ich hier runter? Gute Frage. Wie kommt man hier jetzt wieder runter? Indem ich das irgendwie... Ne, mit rechter Maustaste geht nicht. Komm, Achterbahn. Eine Achterbahn habe ich hingekriegt. Das kann jetzt nicht sein, dass das dann eben nicht geht. Winkelausrichtung. Kamera bewegt sich frei. Haben wir. Quadrat. Klassische Wege. Das ist einfach irgendwie die Farbe. Längen andocken. Ja, mach mal einfach Arbeitshöhe. Was ist das denn? Was passiert hier? Okay, sind wir immer noch auf Höhe. Und da könnten wir hier rüber. Das hätte natürlich auch einen gewissen Reiz, aber das möchte ich nicht. Das muss doch irgendwie machbar sein, dass wir hier runterkommen. Feste Länge aus Quadrat, Ausgangspinsel, Personalwege, die Winkelausrichtung. Ist das, dass es runter geht? Nein. Aus. Wir sind immer noch hier oben. Ich sehe nicht, wie ich hier runterkomme. Ist hier noch was? Vertikal verschieben. Platzieren, halten, Radialmenü. Alt. Okay, ich versuche es mal mit Alt. Aha. Oha, winklige Verbindungen. Was wir hier nicht alles haben. Überschneiden.
Befestigungen. Also man sieht, wenn man da ein bisschen drin ist in dem Ding, also da kann man ja wahrscheinlich Wege bauen, dass es kracht, aber man hätte es ein bisschen einfacher machen können, dahingehend, dass man hier irgendwie wieder auf den Boden zurückkommt. Habt ihr eine Idee? Klassische Wege. Oh, was ist das denn? Forge 1 ist in kritischem Zustand. Plane Wartungsarbeiten. Okay, wir müssen mal ganz kurz raus hier. Ja, das mit dem Strom wissen wir. Wo ist hier die Notfallmeldung? Hier. Da gehen wir mal schnell hin. Machen den hier und machen eine Notfallwartung. Nicht gewartet. Ja, warum wartet das Ding denn keiner? Also die Techniker sind relativ unselbstständig. Hier das Gleiche. Dann machen wir einfach mal Notruf in dem Sinn. Dann gehen wir schnell hier hin und gucken, wie sieht das hier aus. Wartung vorgesehen, Wartung überfällig. Ja, dann soll mal einer kommen. Ach, hier ist eh bereits einer angefordert worden. Wir haben so viele Techniker. Also das muss machbar sein, dass ihr die Sachen auch wartet, Jungs. Jetzt ist Wild Blue in einem kritischen Zustand. Wartung überfällig. Ja, machen wir die Notfallwartung. Okay. Weil, bevor uns hier die Dinger dann zusammenfallen, also das ist ja auch... Wooden 1 wurde noch nicht getestet. Ja, Wooden 1 hat noch keinen Strom. Und vor allem, ich bin hier tatsächlich stehen geblieben mit dem Weg. Also das muss irgendwie machbar sein, dass ich hier diesen Weg irgendwie runterkriege. Das gibt's doch nicht. Bei der Achterbahn war es einfacher, denke ich. Liniensteller. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kurve, automatisch, Terrain, Verbindung, Quadrat. Feste Länge. Jetzt will ich halt wieder oben. Zeichnenwerkzeug, klassische Wege, ja. Aber wie komme ich hier da runter? Ich bin schon beim Richtigen. Ne, hier war ich. So, dann haben wir wieder die Höhe. Ja, man sieht es. Jetzt irgendwie mit rechts oder mit Mausrad oder mit irgendwie rechte Maustaste geht schon mal nichts. Feste Länge. Es bewegt sich nicht nach unten. Also wir kriegen hier das nicht hin. Ich möchte mal mit der Achterbahn noch mitfahren. Das ist das Problem. Irgendwie finden wir raus. Stil anpassen. Extras anpassen. Ich möchte nur... Ach, guck mal, jetzt haben wir hier wieder die Mülleimer. Alles schlecht. Nee, nicht... Nein, nein, lass mal. Wie komme ich hier wieder zurück? Gehen wir nochmal raus. Gehen wir mal zu den Wegen. Es ist fast ein bisschen zu viel. Und dadurch wird es irgendwie... Weiß auch nicht. Es ist irgendwie nicht intuitiv, das Ganze. Also, dass man jetzt irgendwie hier den... Moment, halt das richtige Teil natürlich, die Warteschlange... Und jetzt müsste doch irgendwo ganz einfach die Möglichkeit bestehen, rauf, runter. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. Wie gesagt, ich kann mit der Maus nichts machen. Ne, geht nicht. Und hier steht nichts von wegen. Linienstil, gerade. Okay. Terrainstil, hängend. Wir machen das jetzt halt einfach mal anders. Feste Länge. Winkelausrichtung, Längen andocken. Hier steht Arbeitshöhe. Das hatten wir auch ausprobiert. Aha, das ist ja gut. Die Länge ist jetzt relativ klar. Die feste Länge können wir da ausstellen. Ich komme hier nicht runter. Ist es denn die Möglichkeit? Ich gucke nochmal irgendwie mit rechts. Nein, geht nicht. Also da müssen wir das verschieben bis zu dem Moment, wo ich... Ich meine, das können wir ja wieder noch in der Höhe bauen. Wenn ich das hier hinbaue, dann, ja, dann gehen wir hier rüber. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier runterkommen. Ich finde raus, wie man runterkommt. Aber eben... Ich möchte jetzt tatsächlich hier gucken, dass wir erstmal mit der Achterbahn was machen. Nämlich die testen. Wir brauchen... Jetzt ist hier schon wieder rot. Achso, ja, eben nicht genug Strom. Wir gehen zu Service. Machen hier den hier und schreiben hier mal Strom rein. Dann finde ich das auch wieder nicht. Das war doch irgendwie hier. Szenerie, Servicegebäude. Achso, ich bin nicht bei alle. Ja, jetzt müsste aber gehen. Strom... Beziehungsweise Generator. Was ist das hier? Das ist ein Generator. Da kommen wir ungefähr, wenigstens bis nach da hinten. Jetzt muss ich hier wieder genau gucken. Mit dem Kreis, damit das angeschlossen ist. Dann hätte ich gerne noch einen Generator. Der wäre dann, sagen wir mal, in die Richtung. Mal gucken, ob das dann schon reicht oder ob wir generell wieder zu wenig Strom haben. Ne, reicht. Höchstens, wenn jetzt natürlich die Meldung kommen würde. Da ist schon wieder was in schlechtem Zustand. Müssen wir nochmal schnell hin. Wartung vorgesehen. 58 Minuten. Ist gewartet worden. Personalzeitplan. Dann müssen doch die aufgelistet werden, die primär hier arbeiten, denke ich mal. Das dauert immer ein Momentchen, bis die kommen. Da wird doch eigentlich gearbeitet. Was ist das hier?
Arbeitsblock bearbeiten, Personalzone, keine Fahrgeschäft bedienen, Overpower. Also, das ist es doch. Und was ist er hier? Techniker, würde ich sagen, vom Zeichen her. Müsste also passen. Ja, aber wir verwerfen das mal. So, kann ich jetzt hier hinten? Jetzt müssen wir hier doch eigentlich was machen können. Weil Strom haben wir offensichtlich genug. Wurde noch nicht getestet, das würden wir gerne. Machen wir einen Test. Wo haben wir die Kamera? Hier unten. Dann schauen wir mal, ob wir hochkommen. Ja gut, ist ein Kettenlift. Also das müsste zu schaffen sein. Das mit diesen Wartungsabzeichen, das ist halt auch... Ja, wenn das sich verschlechtert, dann sollte doch ein Techniker dahin gehen. Dafür haben wir die da eingestellt. So schwer kann es doch nicht sein. So, und jetzt geht es hier runter. Und jetzt ist halt die Frage, ob das überhaupt funktioniert. Das sehen wir gleich. Oh, jemand hat ja mal noch geschrieben, wie ich das hat. Ach, mit der Leertaste. Nein, das ist Chaos und Tab. Ja, danke für die Info. Oh, einmal durch die Erde durch. Sehr schön, so kriegt man das Hard weg. Tatsächlich mit dem Tabulator. Ja, ist jetzt nicht so der Kracher schlechthin, aber ich denke für eine erste... Uiuiui. Für eine erste Achterbahn ist das doch völlig okay. Sollen wir gleich nochmal? Können wir? Ja, wir fahren eh nochmal. Also, dann drücken wir nochmal den Tabulator. Und genießen die Fahrt nochmal. Ja, okay, Kopf drehen kann ich. Das geht, das ist auch schon mal cool. Zumindest halt realistisch, also bis zum Nebenmann, nicht nach hinten. Ja, jetzt machen wir es nochmal einfach ohne HUD. Dann haben wir keine störenden Elemente drin. Und jetzt können wir hier in die Erde rein. Jawohl, gib ihm. Ja, dauert ein Momentchen. Dafür geht es dann rasant runter. Wow. Okay, da hätte man jetzt natürlich da unten zum Beispiel Wasser oder irgendwie was machen können. Das ist natürlich alles möglich. Also ihr seht, man hat so viele Möglichkeiten. Man muss nur mal irgendwie erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Es ist nicht unkomplex, behaupte ich. Und hier dieser Hugel, der müsste nicht sein. Aber den haben wir jetzt halt. Ja gut, ist eine Achterbahn, da kann man auch mal einen Hugel haben. So, das Ding ist offen. Und jetzt haben wir hier natürlich noch einen Riesenbereich. Hier einen See reinmachen, ein paar Bäume. Ja, würde ich sagen, das wäre nicht unwichtig. Haben wir hier noch Meldungen gerade nochmal? Generator anzeigen. Gewartet, war du vorgesehen, wieder in 60 Minuten. Warum ist der dann schon wieder auf so schlecht? Abzug für Bedingungen. Keine Ahnung, was das ist. Machen wir mal einen Techniker anfordern, okay. Haben wir denn zu wenig Techniker immer noch? Kommt, wir spreeden mal nochmal ein paar Techniker hier rein. So, jemand hat geschrieben, dass irgendwo, wenn irgendwas ist, dass das vielleicht auch am Hausmeistermangel liegt. Haben wir aber auch nicht einen Hausmeistermangel. Also gar nicht. Wir haben auch dermaßen viele Hausmeister hier eingestellt und wir stellen gleich nochmal ein paar ein. So, okay. Gut, dann würde das Ding jetzt eigentlich wieder laufen. Jetzt irgendwie hier hinten. Bei dem Teil vielleicht doch ein See. Wobei, nee, also irgendwie mir lässt es halt keine Ruhe, dass ich hier nicht weiß, wie ich hier wieder runterkomme. Sag mal, ich habe eine ganze Holzachterbahn gebaut hier hinten. War kein großes Problem. Jetzt ist hier schon wieder irgendwie ein Wartungskollege abgelaufen. Leute, dann wartet das regelmäßiger. Betrieb, ich guck mal nochmal schnell, besetzt. Prestige, Personal. Okay, Personalauswahlwerkzeug. Da haben wir den Plan, besetzte Stunden. Ach so, nee, da kann ich wahrscheinlich irgendwie einfach was direkt machen. Verschleißrate hoch. Ja, dann muss das halt öfters mal gewartet werden, das Ding. Also das ist ja wohl... Kann ich hier vielleicht nochmal einen dazu machen? Ich könnte den suchen und dann würde ich ihn sehen. Wenn wir hier einfach einen zweiten Techniker reinmachen. Wir haben ja wirklich so viele Techniker, das müsste doch eigentlich funktionieren. Mach mal Liste. Dankeschön. Da haben wir den Willard Hoffmann. Und jetzt hier einen zusätzlichen Mann rein. Verwalte die Tagespläne deines Personals, indem du ihnen Aufgabenpausen und Arbeitsbereiche zuweist. Ja, haben wir ja gemacht. Also der ist ja zuständig. Aber wie kriege ich hier einen weiteren Techniker dazu? Wenn wir offensichtlich da Probleme haben. River Track ist zu teuer. Im Ernst jetzt? Okay. Das war bei Finanzen. Da wir ohne Geld spielen, ist das natürlich ein leichtes, das hier relativ günstig anzubieten. Ja, und hier haben wir wieder die Stromgeneratoren. Ich würde gerne hier noch bei der Holzachterbahn einen See haben. Da haben wir gestern, vorgestern schon mal irgendwie kurz getestet. Das geht relativ easy. Indem wir den Terrain-Pinsel nehmen. Dann hier runter gehen. Ja, dass wir hier so ein bisschen eine Grube haben. Wir können hier sogar das Ganze so machen, dass die Holzachterbahn noch im Wasser steht. Wie man sieht, die Pfeiler, die wandern schön mit.
So, und dann machen wir hier einen schönen See hin. Ich würde sagen, wenn wir die Achterbahn schon selber gebaut haben, dann können wir uns hier auch einen See gönnen. Jetzt haben wir hier das Wasser. Klar, aufgewühlt, natürlich. Ja, wir machen mal natürliches Wasser. Jetzt müsste hier doch eigentlich angezeigt werden, die Linie, genau. Jo, dann haben wir hier den See und guck mal, jetzt fährt die Achterbahn hier tatsächlich bereits durch den See durch. Geht das hier auch mit dem Hart? Oh ne, das geht irgendwie nur bei den Bahnen. Also hier funktioniert der Tabulator in dem Sinne nicht, dass ich die Sachen hier noch weg habe. Ist jetzt aber auch kein Drama. Ja, okay, cool. Vielleicht noch ein paar Bäumchen? Oder eine Szenerie dazu? Was haben wir hier denn schönes? Spezialeffekte. Muss man die runterladen? Ich muss mal nachher mal bei Steam gucken, ob da irgendwie schon was im Workshop vorhanden ist. Was passt hier dazu? Ja, so ein Steg. Was ist das denn? Ein aquatischer Steg. Das passt doch hier hin. Jetzt wäre es hier auch noch schön, auch hier, wenn man einfach irgendwie die Höhe verändern könnte. Gebäude, Achsen, relativ, Ausrichtung, Winkel, verschieben. Ja, und jetzt, wo ist er? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Aha. Ach komm, wir setzen den einfach mal hier hin. Dann haben wir irgendwie einen Steg hier. Da haben wir den aquatischen Steg 3. Ich hätte hier gerne noch, wir schauen mal. Was ist das hier? Einfach eine Dekoration. Ist das ein Schiff? Das ist irgendwie so ein Ding. Das kommt hier aufs Wasser, das ist doch auch schön. Und jetzt hätte ich aber auch gerne noch ein paar Bäumchen. Die haben wir, nee, die haben wir nicht hier. Hier sowas. Boah, sehr schön. Was Palmiges. Machen wir mal. Aber eben Bäumchen, die hatten wir hier. Szeneriepinsel. Einmal die hier. Und dann, ja, einfach mal außenrum ein bisschen. Ja, das sieht doch nett aus. Auf die Achterbahn rauf geht, glaube ich, kein Baum. Das ist bei Transportfieber 2 anders dafür. Guck mal. Ich sehe da Bäume im Wasser. Ja, ein bisschen in die Achterbahn rein geht's, aber das ist egal. Das ist ja nicht dort, wo die Dinger durchfahren, sondern das ist ja irgendwo im freien Bereich. Hätte ich gerne auch noch ein paar Bäume. So, damit das hier ein bisschen grünt. Dann, ja, weil eben, ihr habt schon recht, irgendwie mal die Optik hier vom Park noch ein bisschen verschönern. Das ist schon richtig. Gut, also dann haben wir das. Jetzt würde ich aber hier unten, das müsste ja auch gehen, Wetter und Jahreszeiten. Nein, irgendwo haben wir hier unten, ah, hier ist die Uhr, genau. Die habe ich gar nicht gesehen. Hier sieht man natürlich, ja, was sieht man? Auf einer Uhr die Uhrzeit, genau. Also hier kann man natürlich dann auch sehen, wie lange die Nacht dauert oder eben nicht dauert. Jetzt, was wollte ich hier? Ich wollte den Bagger eigentlich haben. Damit, jetzt ist das Wasser weg. Echt jetzt? Ich wollte eigentlich nur die Bäume im Wasser weg haben. Wir brauchen hier nochmal Wasser. Ich sehe es. Machen wir gleich. So, also das war, wo war das denn? Das war beim Terrain. Genau. Dann hier das Wasser. Dann setzen wir das wieder irgendwo hier hin. Batz. Und schon haben wir das Wasser wieder. Das ist zu wenig hoch. Jetzt passt wieder, denke ich. Doch, jetzt müsst ihr wieder hinhauen. Gut, dann haben wir das. Bemalen könnte man es noch, aber das würde ich jetzt für den Moment mal lassen. Gut, also wir haben unsere erste Achterbahn selbst gebaut. Und es verschlechtert sich alles. Das müssen wir uns dann in der morgigen Folge nochmal ansehen. Oh, guck mal, das Ding macht Blubben. Blubbers. Ach so, okay. Das ist ja auch schön. Könnte man natürlich auch einen Weg ranstellen, denke ich. Ja gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen Spaß gemacht hier mit der ersten Achterbahn. Mir macht das Spiel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.